Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ein Update von meiner Anlage. Ja, so sieht die Anlage momentan aus. Ich habe mir natürlich noch Spur-N-Schienen gekauft. Und Spur in Loks und dann habe ich noch einen Trafo neu gekauft. Der Trafo ist hier angeschlossen. Und das Ganze ist alles hier noch so provisorisch. Ja. Auf jeden Fall hat sich hier noch ein bisschen was verändert. Zum Beispiel hier ist Sand. Und dann haben wir das hier noch geschottert. Und auf jeden Fall hoffe ich mal, dass ich die Anlage irgendwann nochmal fertig kriege. Auf jeden Fall kann man hier schon Farbe drauf machen. Zum Beispiel bei der N, da muss ich mir ein paar neue Loks mal besorgen, weil die Iron Lok hier schon etwas älter ist und nicht mehr so will, wie es will. Also wie soll. Und schreibt doch mal vielleicht in die Kommentare, wie man die Lok, dass sie wieder gut läuft oder wieder gut fahren kann. Bei mir ist jetzt das Problem, die Lok fährt nur geradeaus, kann nicht rückwärts fahren, ich weiß nicht wieso. Und ja, auf jeden Fall will ich noch ein bisschen was über die Anlage erzählen. Auf jeden Fall gehen wir weiter. Das hier wird noch bald alles wieder etwas aufgeräumt. Zumindest besteht das Haus eben hier, aber dadurch, dass ich jetzt hier das Gras angelegt habe, muss das noch verzweifeln. Dann habe ich hier eine Art Sandweg gemacht. Dann habe ich hier versucht, zumindest zu verdeutlichen, dass hier zwei neue Häuser hingebaut werden, dass es so als Baustelle aussieht. Nicht wundern. Ja, auf jeden Fall habe ich hier dann noch so ein paar Sachen gemacht. Zum Beispiel, dass ich die Kirche und die Stadt hier hingebaut habe. Das wisst ihr alles schon und dass da auch Licht ist. Und ja. Beziehungsweise Licht, ich weiß gar nicht. Entweder habe ich das davorige Video gelöscht. Mit dem Licht. Falls ich das Video gelöscht habe, tut es mir sehr leid. Ich werde bald nochmal ein neues Video machen, wo das mit Licht hier ist. Dann sind hier noch ein paar Häuser neu gekommen. Hier drüben die Häuser sind alle neu. Und ja. Dann habe ich auch schon angefangen, das zu schottern. Mir geht auch langsam der Schotter aus. Das heißt, ich muss bald neuen Schotter kaufen. Und ja, hier zu dem Teil brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Das ist ja so geblieben. Dann habe ich hier drüben noch so ein bisschen, das sieht jetzt nicht so ordentlich aus, aber naja, immerhin. Da hatte ich noch ein paar Schienen übrig und wollte da halt noch so einen Kreis hinbauen. Weil davor wollte ich eigentlich das hier, dass das dann so hereingeht, das hatte ich auch hingebaut zuerst. Da habe ich mir gedacht, naja, das funktioniert irgendwie nicht so gut. Und dann habe ich das so gelassen. Und ja. Eigentlich klappt das auch ganz gut. Und ich habe leider ein Problem. Nicht wundern, aber dadurch, dass es schon etwas älter ist im Gleis, beziehungsweise bleibt die Lok auch einfach mal stehen. Dass hier hinten mit dem Anschluss nicht so professionell gemacht worden ist und dadurch, dass die Ankupplungseinheit nicht mehr so gut ist,
gehen die auch, die manche fallen auch manchmal ab. Und ja. Ich werde mir auch irgendwann mal überlegen, ob ich das Ganze mal auch wieder ein bisschen weitermache jetzt. Also ich bin ja schon, es ist ja schon ein gewaltiger Fortschritt. Es tut mir leid, dass ich dieses eine Video, was ich hatte, gelöscht habe. Ich gucke nochmal, ob ich es drin gelassen habe. Sollte ich es nicht drin gelassen habe, tut es mir wirklich nochmal leid. Und ja. Die Lok, muss jetzt nicht so viel sagen, dafür habe ich ja schon was gesagt. Und jetzt stelle ich euch so mal hin, beziehungsweise ich positioniere euch mal. Lasst euch hier kurz mal stehen. Stelle euch hier mal kurz ab. Stehen. Ich bin gleich wieder da. Nicht wundern, das Problem ist der Trafo. Ich mache das Ganze mal jetzt noch im Hellen und dann mache ich das Ganze auch mal im Dunkeln. Also, beziehungsweise im Dunkeln, das mache ich später noch mal ein Video. Da kommt dann gleich noch ein Video zu und erstmal jetzt noch mal ein Fahrvideo. So, ich werde dann jetzt noch mal ein bisschen was vorbereiten. Das Video ist jetzt erstmal zu Ende. Und dann mache ich das Ganze noch mal ein bisschen schicker und räume mir noch ein bisschen auf. Mach mal gucken, ob das Licht noch alles in Ordnung ist. Und dann machen wir das Ganze auch mal im Dunkeln mit Licht. Und ja, dann wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und auf jeden Fall lasse ich jetzt die Lok nochmal fahren und dann beende ich das Video. Ich wünsche euch schon mal noch, wie gesagt, schon schönen Abend, schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video guckt. Und ich sage schon mal Tschüss. Das Video wird jetzt noch kurz laufen und dann wird es auch beendet. Auf Wiedersehen.